Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich lese nun den Grundsteinspruch von Rudolf Steiner vom 25. Dezember 1923. Menschenseele, du lebest in den Gliedern, die dich durch die Raumeswelt im Geist des Meeres Wesen tragen, übe Geist erinnern, in Seelentiefen, wo im waltenden Weltenschöpfer sein, das eigene Ich im Gottes-Ich erweset, und du wirst wahrhaft leben im Menschen, Welten, Wesen. Denn es waltet der Vatergeist der Höhen in den Welten tiefen Sein erzeugend. Seraphim, Cherubin, Throne, lasset aus den Höhen erklingen, was in den Tiefen das Echo findet und was im Echo der Tiefen das Geheimnis der Höhen wieder klingen lässt. Das spricht ex Deo Nascimur, das hören die Elementen Geister im Osten, im Westen, im Norden, im Süden. Menschen mögen es hören. Menschenseele, du lebest in dem Herzenslungenschlag, der dich durch den Zeitenrhythmus ins eigene Seelenwesensfühlen leitet. Übe Geist besinnen im Seelengleichgewichte, wo die wogenden Welten werde taten, das eigene Ich dem Welten-Ich vereinen. Und du wirst wahrhaft fühlen im Menschen Seelen wirken. Denn es waltet der Christus Wille im Umkreis, in den Weltenrhythmen Seelen begnadend. Durch die Geister Kyriotetis, Dynamis, Exousiae, lasset ihr Geister vom Osten befeuern, was durch den Westen sich gestaltet. Und das Feuer des Ostens, das aus dem Westen seine Gestaltung empfängt, es spricht in Christo Morimur, das hören die Elementengeister im Osten, Westen, Norden, Süden. Menschen mögen es hören. Menschenseele, du lebest im ruhenden Haupte, das dir aus Ewigkeitsgründen die Welt Gedanken erschließet, übe Geist erschauen, in Gedanken ruhen, wo die ewigen Götterziele welten, Wesenslicht, dem eigenen Ich zu freiem Wollen schenken, und du wirst wahrhaft denken in Menschen Geistesgründen. Denn es walten des Geistes Weltgedanken im Weltenwesen Licht erflehend. Archai, Archangeloi, Angeloi, lasset aus den Tiefen erbitten, was in den Höhen erhöret wird. Und wenn recht verstanden wird, wie es von Archai, Archangeloi, Angeloi ertönt, wenn aus den Tiefen erbeten wird, was in den Höhen erhöret werden kann, dann spricht es durch die Welt, per Spiritum Sanctum Revivissimus, das hören die Elementargeister im Osten, Westen, Norden, Süden. Menschen mögen es hören. In der Zeitenwende
trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet, taghelles Licht erstrahlte in Menschenseelen, Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen, Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, das Gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Vielen herzlichen Dank.